Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, ihr seht vielleicht, ich habe mal ein neues Texture Pack aktiviert. Also Bella meint immer so, komm, test mal das neue aus. Und ich muss sagen, das neue Texture Pack schaut einfach deutlich geiler aus als das andere, weil die Farben sehen geiler aus. Hier sind Reflektoren, also es reflektiert alles. Und halt die Farben sehen tausendmal geiler und wärmer aus auf jeden Fall als die anderen. Als davor meine ich so. Und sorry, dass gestern kein Video kam, aber gestern wirklich, ich war da eher woanders gewesen als zu Hause, sag ich mal. Aber ich habe vorgestern nochmal richtig durchgehasselt, und zwar hier. Ich habe nämlich vor, hier eine Dorferweiterung zu bauen. Also, das hier zwischen, kommt vielleicht noch zum See hin oder wird einfach als Wiese noch, als Wiese oder so verwendet auf jeden Fall. Und hier fängt halt so das neue Stadtteil an, so. Genau. Und ich habe immer die ganzen Sachen ein bisschen upgegradet. Und Bella hat einfach schon das End gefunden. Das ist irgendwo da hinten lang. Und da ist sogar ein riesen Wiesenbiom. Also mit riesen Wiesengebiete. Und ja. Das Ding ist dahin mal was zu. Hä? Das Ding wäre einfach so. Man könnte überlegen, irgendwann mal so in 10, 20 Folgen, wenn man ein bisschen Langeweile hat, da ein bisschen vielleicht was Neues aufzubauen, eventuell. Weil nur Wiesenbiom. Und ja, müsst wissen, an alle neuen Zuschauer, die gerade zuschauen, das hier alles hier, war eigentlich ein Riesenwald. Guckt euch mal die erste und zweite Folge an. Dann seht ihr, wie es hier mal vor ca. 30 Folgen aussah. So, ne? Aber erstmal müssen wir jetzt wissen, was. Nee. Dieses Fahr mache ich privat. Weil ich, also dieses Abfällen, sag ich mal. Also, das dauert echt zu lange und. Dann nehmen wir halt ein bisschen was. Dann nehmen wir halt etwas aus unserem Weizenspeicher. Oder. Ja, eigentlich Speicher genau, weil wir brauchen Essen. So oder so. Genau, scheiß drauf. Ja, und das heißt, vielleicht in ein paar Folgen, wenn Bella durchzieht, hat sie denn da auch das Endportal fertig. Und dann können wir schon anfangen. Und wir haben gerade jetzt eine Lorenfarm in Nether. Hat Bella auch gebaut alles. Also wirklich Respekt, dass Bella so alles baut. Und das hier unten wurde auch upgraded zu einer XP-Farm. Schrägstrich Skelett, Schrägstrich Knochen- und Pfeilfarm. Weil man weiß da nie, ne? Und ja. Genau. Warte mal. Warten wir mal kurz, bis da was kommt. By the way, ohne Shader, also richtig langweilig und weiß ich nicht. Und mit Shadern. Oh, Zombies. Und hä? Was ist denn hier? Okay. Ich glaube, so ein paar Grafikbugs. Oh, jetzt kommen sie hier. Genau. Hier kann man wirklich perfekt EP farmen. Aber ist egal. Ich habe auch mein Schwert aktuell, glaube ich, Schärfe 2 und Schwungkraft 1. Und ich glaube, Schwungkraft ist hier wegen Geschwindigkeit, ne? Genau. Und ja, was machen wir heute? Ich würde sagen, wir gehen erstmal pennen fix. Alter, sieht das geil aus. Auch wie schnell, ne? Das ist ein bisschen creepy, aber naja. Und zwar, by the way, das müssten wir mal zu begradigen. Das sieht dann aus wie ein Kriegsgebiet, ey. Wie in einem Kriegsgebiet, so. Ja. Aber, wir gehen jetzt schlafen erstmal, holen uns dann ein bisschen Cobblestone und bauen dann diesen Anschluss an die Bahn an. Weil, mein Plan ist einfach, bei der Stadt der Bahn machen wir zwei Schienen einfach hin. Die eine geht geradeaus durch, Richtung Industriegebiet. Und die zweite geht dann später einfach nur
parallel daneben lang und biegt den rechts ab zu der Erweiterung, sag ich mal. Aber erstmal brauchen wir ordentlich Gold, dass wir erstmal überhaupt erweitern können, ne? Effizienz 1. Oh, okay. So, wo haben wir jetzt hier Steine? Steine haben wir Steine. Warte mal. Stein müsste. Stein, warte mal kurz. Aber Andesit brauchen wir. Also Andesit ist auf jeden Fall ein Must-Have. Weil. Ja, weil genau deswegen. Und weil wir Lapis brauchen wir gerade eh nicht. Von daher können wir es wegpacken. Und die goldene Dia-Rüstung für ein Pferd brauchen wir auch nicht. Das Schild auch nicht. Ja. Ich denke mal, 3, 6 Cobblestone müssten da erstmal reichen, theoretisch. Ja. Und das Projekt von Bella mit dem Tempel unter der Erde ist aktuell pausiert, sag ich mal, weil sie hat sich da eher erstmal auf ihren asiatischen Tempel fokussiert. What the fuck? Da schaut so aus, als wäre dieser Stein einfach feucht. Naja, gut. Geht auf jeden Fall schlimmer. Ah, hier. Also ich glaube, ohne diese riesen Kisten voller Steine und Andesit und so, wären wir so aufgeschmissen gewesen ohne Dia-Rüstung, ohne Dia-Zeug meine ich. By the way, meine Rüstung ist auch jetzt mit ein paar Upgrades passiert, heißt das so? Passiert? Nee. Mit ein paar Upgrades upgraded, sag ich mal. Ne? Heißt das so? Nee, mit ein paar Upgrades geupgradet. Auch wenn es meistens nur Schutz 1 ist, aber Schutz 1 besser als Schutz gar nichts, ne? Von daher ist er schon doch im grünen Bereich. Ja. Wie lange nehme ich schon auf? 7 Minuten. Das ist okay. Weil ich werde die Folge heute nicht so lange machen, weil, wie gesagt, ja. Aber was mir aufgefallen ist, die vorletzte Folge ging 20 Minuten und war ca. 3,9 GB groß, also 3,9 Gigabyte groß. So weit, so gut. Die Folge 30, also die danach, war 3 Minuten länger und war einfach mal von der Dateigröße gerade mal die Hälfte. Gerade noch so die Hälfte von dem, was davor war. Da frage ich mich, will OBS mich eigentlich komplett verarschen? Ich warte auf den Tag wirklich, wo so eine Folge mal, die sagen wir mal 15 Minuten geht ungefähr, also so ungefähr 15 Minuten geht, einfach mal, keine Ahnung, 7 oder 8 GB groß ist. In normalem HD angemerkt, ne? Also kein Full HD, sondern einfach nur normales HD. Also wenn das irgendwann mal sowas passieren sollte, oh weia. Das war wirklich hardcore. So. Gehen wir hier hoch wieder. Und hier halt diese Erhebung, diese ne, Erhebung halt. Genau, so. Dann kommt hier halt so wie gesagt halt. Ne? Sagen, der Bahnhof kommt hier hin ungefähr. Das ist halt, ja, aber hier ist gut eigentlich. Müsste ja eigentlich mal reichen. Und ich bin ganz ehrlich, ich bezweifle sehr stark, dass diese Map irgendwann mal komplett zugebaut ist. Also auch irgendwie jetzt speziell hier so alles zugebaut. Weil dann wäre diese Bahn Richtung dem Industriegebiet sozusagen wie so eine Straßenbahn. Ich meine, tatsächlich wäre das gar nicht so scheiße, aber ich weiß nicht. Vielleicht in 20, nee, in 30, 40 Folgen, also in einer sehr langen Zeit noch ungefähr. Ne? EA Sports, New Game. Genau. Und den Stein machen wir jetzt diese, wie soll ich sagen? So, ich meine, komm. Da können die ein bisschen dekadent sein und auch mal diese Ritzen hier ausfüllen. Genau, so, perfekt.
Ja, das läuft ja perfekt. Tatsächlich muss ich sagen, die letzten Tage, also vorgestern und vorvorgestern, war ich so motiviert, Minecraft zu zocken. Holy moly, also wirklich, war richtig motiviert. Jetzt muss ich sagen, so gerade wieder so, ja, es geht, aber gestern halt so, wo ich nach Hause kam, so, nee, Bruder, heute nicht, heute nicht. Weil, ne, einfach die Lust war wirklich so, naja, soll ich sagen, nicht so. Ist okay. Sagen. Da kommt hier nochmal so eine, so ein Pilzlicht hin. Als, ne, so, oh, also als, Reminder, hier ist so der Start und hier ist die Ausfahrt und so, deswegen. Ja. Also machen wir hier sogar die Bahn hier hin und die Bahn, die jetzt hier rein führt, hier lang, so. Könnte problematisch werden. Dann müssten wir auf Redstone um, Redstone-Blöcke umsetzen, teilweise. Könnte schwierig werden. Aber ist machbar. Aber erstmal will ich den Weg Richtung die Industrie komplett ausbauen, erstmal, bevor ich überhaupt das hier starte, weil ich meine, so weit ist ja das von dem Hauptstadtteil sich entfernt, von daher. Hallo Creeper. Ja, ich weiß. Warte mal. 54, 59. Und bewegen, wie viel habe ich da? Ungefähr so 50, 51, 46 nur, 49? Okay, ich glaube, teilweise ist das das Texture Pack doch sehr RAM-fressend, weil ich habe halt nicht den besten RAM, ich habe nur 8 RAM. Zwar DDR4 RAM, ja, aber naja, ne? Weiß ich nicht. Machen wir so. Nee, nee, scheiß drauf, machen wir auch so. Kommt hier jetzt so eine riesen Boosterschiene hin, dann so, dann so, dann so, dann. Ach, ist leer, wow. Die kommen halt einfach hier so. Ja, also, das können wir auf jeden Fall dann später alles nochmal richtig bearbeiten, sag ich mal. Aber erstmal ist hier jetzt, ich glaube, Feierabend, weil wir sind schon bei, ja, 13 Minuten. Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einer fünftigen Folge. Aber hier ausleuchten erstmal, weil Nachbarn sind hier eigentlich sehr unerwünscht, sag ich mal. No racist, aber, oh. No racist, aber naja, ne? So einen Creeper an den Rücken zu haben, ist nicht so schön, sag ich mal. Ich spreche da aus Erfahrung. So, ungefähr hier. Müsst ihr ausleuchten halt. Aber ich finde diese Evolution richtig krass schon mal, muss ich sagen, ne? Zwar nicht perfekt, aber ich meine, wir sind noch eher am Anfang als, ne? Aber ich würde sagen, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Habt auch einen schönen Tag. Lasst sehr gerne ein Like da. Bis zur nächsten Folge. Habt auch einen schönen Tag und ciao.